Ja, so, dann würde ich sagen, fangen wir an. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum MTI Know-How Coffee. 20 Minuten, eine Tasse Kaffee lang Input zu Themen der Organisations- und Personalentwicklung. Und heute haben wir das spannende Thema Imagine you could see your team's communication. Und in dem Zusammenhang haben wir einen Spezialisten eingeladen, der uns noch mehr dazu erzählen wird, wie man Kommunikation sichtbar macht. Und zwar Henning Zorn. Hallo Henning, schön, dass du da Hallo bist. Susi, guten Morgen. Freut mich, dich zu sehen. Guten Morgen, also von Amsterdam nach Amsterdam. Also wir haben heute wieder eine holländische Konstellation, zumindest was die Standorte angeht. Und für alle, die Henning nicht kennen, Henning ist Senior Consultant bei MTI und Inhaber von Zorn Consultants, Standort Amsterdam. Und zusätzlich hat er ein Tool entwickelt, das heißt Connection Scan, da kommen wir gleich auch noch drauf. Und das macht genau Kommunikation sichtbar. Aber wie das ganz genau funktioniert, damit beschäftigen wir uns jetzt in den nächsten 20 Minuten. Henning, dann lass uns anfangen. Ja. Das Thema, also Imagine you could see your team's communication. Da würde ich ganz gerne damit anfangen, dass wir überhaupt uns mal nochmal bewusst machen, was, wenn du in dem Zusammenhang vom Team sprichst, was ist denn für dich ein Team genau? Ja, ich teile jetzt meinen Schirm, so dass ich euch durch meine Präsentation führen kann. Ich komme jetzt gleich zurück auf deine Frage. Es geht also um ein Instrument, das unterstützt bei Teamcoaching. Es ist ein Diagnoseinstrument, das wir vor ein paar Jahren entwickelt haben. Ich zusammen mit zwei anderen Kollegen, einer in England, einer hier in Holland. Und das haben wir entwickelt aufgrund des Ausgangspunkts, dass Erfolg in Organisationen immer mehr eine Teamsache ist. Die Anforderungen an Teams werden immer komplexer. Selbst sehr sachkundige Menschen können nicht an die Frage beantworten, die in Richtung Innovation gestellt wird. Innovation ist eben das, was wir nötig haben. Und das passiert multidisziplinär. Also kommen Leute mit verschiedenen Hintergrund zusammen, die müssen dann zusammenarbeiten. Das ist eine große Herausforderung und aus meiner Sicht liegt dafür Berater ein großer Markt. Da bin ich nicht der Einzige, weil wenn ich jetzt gucke nach zum Beispiel in dem Deloitte Human Capital Trends Report, der sagt eben, Organizational Performance is a Team Sport. Dann zurück zu deiner Frage, was ist ein Team? Dies ist eigentlich für mich ein Team. Wenn ich jetzt hier nach gucke, dann denke ich, ein Team ist eben ein soziales System von komplexen Beziehungen. Es geht also natürlich um, wer im Team sitzt und welche Kompetenzen wir da haben, aber die Kompetenzen kommen erst zur Wirkung, wenn zusammengearbeitet wird, wenn die Beziehungen so sind, dass sie funktionieren und dass man einander verstärken kann, weil das ist ja nun der Sinn der Sache. Also, wenn ich dann nach dem Verhalten des Teams gucke, dann ist eben das Systemverhalten das Ergebnis des komplexen Netzwerkes von persönlichen Verhalten. Und, Okay, ja, Henny, einmal ganz kurz an der Stelle, weil das ist ja schon ganz spannend. Also da einfach auch nochmal sich das bewusst zu machen, für das, was jetzt gleich kommt. Also wenn wir hier von Team reden, dann ist es nicht das traditionelle Team, so wie du das auch gerade gesagt hast, also dass man jetzt auch von der Organisationsstruktur als Team eingeteilt ist, sondern es ist tatsächlich, es kann auch das inoffizielle Team sein. Also es geht darum, um die Beziehungen und die Kommunikationsstränge zwischen Menschen in Organisationen. ja, richtig. Ich rede von einem System. Ein System ist natürlich ein Netzwerk von Leuten, die in mehr oder weniger großer Form voneinander abhängig sind. Also du kannst Team in der direkten Definition nehmen oder du kannst auch die ganze Organisation nehmen.
Na, eine Familie ist ein System, ein Team ist ein System, eine Abteilung ist ein System, weil die eben zusammen sich in eine Richtung bewegen. Mhm. Okay. Na, wenn wir jetzt zur Effektivität des Teams gucken oder des Systems gucken, dann ist meines Erachtens und nicht nur meines Erachtens das System so effektiv wie die Interaktion der Mitglieder. Das stimmt, das, ja. Ist nicht auf meinem Senf gewachsen, um das so mal zu sagen, sondern das kommt nach vorne aus einem Untersuch von Sandy Pentland, 2012, danke. Ja, mit dem Deutsch, also man muss das dir ja auch anrechnen, dass du das jetzt hier heute auf Deutsch machst, ne? Also das von daher. wo das eben sagt, die Interaktion der Teilnehmer ist wichtiger als individuelle Intelligenz, Persönlichkeit und Kompetenz und alle Substanz, die besprochen wird, weil die Untersuchung richtete sich nicht auf den Inhalt, sondern auf die Beziehung der Teilnehmer. Mhm. Okay, das ist für mich ein Team. Mhm. Was bestimmt denn dann das Funktionieren? Was ist das Verhalten eines Teams? Und wie kann es sich anpassen an die heutige schnell ändernde Umgebung? Mhm. Ein System muss meines Erachtens überleben. Um zu überleben, muss die Lernrate mindestens so schnell sein wie die Änderungsrate des Umfeldes. Also wenn das Team sich nicht anpassend, nicht lernfähig ist, nicht anpassungsfähig genug ist an die schnelle Anpassung der Umgebung, dann wird es einfach verlieren. Ja, das ist ja auch ein spannendes Thema jetzt gerade auch nochmal. Also es ist ja gerade, brauchen wir ja eine sehr hohe Lernrate, aber jetzt auch nochmal in Bezug auf Kommunikation. Bin ich mal gespannt, was du dazu gleich erzählen wirst, in Bezug auf Working from Home und Corona, weil das sozusagen, da kommt ja nochmal eine zusätzliche Dimension dazu, wenn es um Kommunikation geht. Richtig. Richtig. Die klassischen Teams sehen so aus. Die sitzen zusammen in Tag-Teams oder wie wir die auch nennen, die einander sehen, einander in die Augen gucken können, einander korrigieren können. Ich habe in einem meiner letzten Posts in LinkedIn über die Haarrisse in der Kommunikation gesprochen. Und Haarrisse sind die kleinen Dinge, wenn ich die jetzt dich sehe, Susi, und dir morgen sage, und du vielleicht denkst, oh, hat er schlechte Laune oder ist er nicht gut aufgestanden oder habe ich gestern irgendwas verkehrt gemacht oder so. Und diesen Eindruck kann ich im nächsten Moment korrigieren, wenn ich dich dann wohl angucke und wenn ich sage, hör mal, möchtest du auch eine Tasse Kaffee? Ja, und wie ich dann reagiere. Genau, ja. Da hast du so eine Test, da hast du die Möglichkeit, das auszutesten. Genau, und diese Haarrisse, die finden eben andauernd statt in unseren Beziehungen, aber die können wir schnell wieder reparieren, weil im nächsten Moment eben das Folgende passiert. Na, inzwischen sind wir nicht mehr in einem Raum und da ist Connection Scan sicher eine Unterstützung. Inzwischen sind wir nicht mehr in einem Raum, arbeiten wir weltweit und inzwischen, und das ist eben der neue Faktor seit Covid, sitzen wir alle zu Hause im Homeoffice und arbeiten als Team. Na, die Haarrisse werden dadurch erweitern sich möglicherweise, weil wir, um uns wohlzufühlen im Team, ist es eben wichtig, dass wir anerkannt werden, dass wir das Gefühl haben, einen wichtigen Beitrag, einen sinnvollen Beitrag zu liefern, dass wir uns zugehörig fühlen, dass wir das Gefühl haben, uns weiterentwickeln zu können. Und das ist eben im Moment die Schwierigkeit. Ja, und gerade diese Haarrisse, die du andeutest, ne? Das wäre auch nochmal spannend zu gucken, was es denn für Möglichkeiten gibt, jetzt die zu korrigieren. Aber das ist ja immer, also zumindest empfinde ich das so und auch im Gespräch mit Kollegen kommt das raus, das ist ja schon ein zusätzlicher Aufwand, sagen wir jetzt mal, wenn man das plakativ darstellen möchte, weil dann muss man ja schon die Person irgendwie, man sieht die nicht einfach, sondern man muss die dann nochmal anrufen und ein bestimmtes Thema ansprechen oder wie auch immer. Ne? Also das geht nicht mehr alles so seamless, würde man in Englisch sagen, also so ineinander über. Mhm. Genau, und meines Erachtens
Schon vor Covid lag hier ein großer Markt für Berater, die sich eben mit Teamcoaching beschäftigen. Jetzt ist der Markt nur größer geworden. Bloß die Frage ist natürlich, wie kann ich etwas verbessern, das ich nicht sehen kann? Weil das ist natürlich im Moment die Situation. Ich sehe nicht, was virtuell passiert. Ich sehe nicht, wer Gespräche über WhatsApp hat, wer einander telefonisch kontaktiert, wer hinterm Büro sitzt, wer wo sitzt, wie das Wetter bei dir ist und so weiter. Also das, was wir normalerweise an der Kaffeemaschine machen, Smalltalk und so weiter, gibt es ja nur nicht. Die Frage ist eben, wie kann ich als Berater, als Teamcoach, wie kann ich eine Gruppe begleiten, die ich nicht sehe, wovon ich nicht weiß, was passiert. Zu dem Ziel haben wir Connection Scan entwickelt. Hier ein statisches Bild von Connection Scan. Meine Frage an dich, Susi, wäre, was siehst du hier? Ja, also ich sehe Menschen, also Saat, Lilien, dass ich das, also die Punkte, die die Menschen darstellen, würde ich sagen. Und dann gibt es ein grünes Feld. Und aus der Erfahrung mit solchen Polen würde ich sagen, also es gibt warme und kalte Punkte. Also Rasch ist jetzt ein roter Punkt. Also es ist, ja, genau, also da scheint viel zu passieren. Da ist was warm. Da wir jetzt von Kommunikation sprechen, schätze ich, da wird viel kommuniziert mit ihm. Und Rami zum Beispiel ist blau. Und ich denke, es geht nicht so viel Interaktion, Kommunikation mit einher. Richtig, mit dieser Person. Richtig. Okay. Also, it's self-explanatory. Ja. Es erklärt sich selbst eigentlich. Das Grün ist der Hintergrund, das ist also die neutrale Situation. Und du hast recht. Die roten Punkte sind die Leute, die am besten vernetzt sind in diesem kleinen Team. Das ist natürlich ein relativ kleines Team, hatte ich in der Gruppe vor ein paar Jahren. Und die blauen Leute sind eigentlich die Leute, die ein bisschen isoliert sind, die in der Peripherie sind. Mhm. Was du außerdem siehst, ist ein Abstand. Okay. Der Abstand sagt eben, wenn ich jetzt Ishfaq nehme und Saat, dann haben die am wenigsten Kontakt. Der Grid, also diese Linien hier, geben an, wie groß der Abstand ist. Ah, okay. 1, 2, 3, 4. Er ist auf der vierten Reihe, auf der dritten Reihe, muss ich sagen, ist der Abstand. Hier haben wir eine größere Gruppe und ich werde jetzt mal eben rübergehen zu einem Scan, den ich hier vor mir habe. Und dann kann ich, dies ist eine Gruppe von, warte mal, nee, diesmal ist nicht, was ich zeigen wollte, Zoom out. Hier haben wir eine Gruppe von 32 Leuten, 52 Leuten, muss ich sagen. Und auch hier sehen wir, dass es ein Zentrum in diesem Team gibt. Vielleicht das Management-Team, ich weiß es nicht. Ich weiß es wohl, weil ich habe die Leute begleitet, aber in erster Instanz weiß ich nicht, was hier passiert. Ich sehe nur, dass es Leute gibt, die in der Peripherie der Kommunikation liegen und es gibt Leute, die im Zentrum der Kommunikation liegen. Was du siehst, ich habe jetzt noch einen Scan zugefügt, was du siehst hier ist die heutige Situation in Beziehung auf die Kommunikation. Und was du im rechten Scan siehst, ist die gewünschte Situation in Bezug auf die Frequenz der Kommunikation. Wie oft haben wir Kontakt? Das ist auch, danke, dass du das extra nochmal zeigst, weil eben ging mir so der Gedanke durch den Kopf, okay, das ist jetzt vielleicht so auf dem linken Bild, dass die Kommunikation mit manchen Leuten weniger stattfindet, kann ja aber auch bedingt sein, was die für eine Position und eine Funktion haben in so einem Team. Nein, triffst den Nagel auf den Kopf. Als Berater weiß ich, wenn ich dies nicht sehe, ob dies richtig oder verkehrt ist, ob dies effektiv oder nicht effektiv ist. Das ist mein Eingang zur Besprechung mit diesem Team. Okay. Also deswegen sage ich, es geht um ein Diagnoseinstrument. Es geht nicht um ein Instrument, was beurteilt. Es geht einfach um ein Instrument, was faktisch zeigt, wer aus eigener Perspektive Kontakt hat mit wem.
Okay. Dies nehme ich als Einstieg zum Team, um mit denen zu besprechen, Jungs, wie sieht denn da, Jungs und Mädchen, wie sieht denn dies aus? Erkennt ihr dies? Seht ihr das? Und ist dieses effektiv? Was sollten wir verändern, um effektiver zusammenzuarbeiten? Na, im Grunde haben die das schon gesagt, weil wenn, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, weil wir haben eben gefragt, wie würdet ihr gerne in Zukunft zusammenarbeiten? Und du siehst dann, dass die Bilder seitenverkehrt sind. Das hat mit unserem Algorithmus zu tun. Das hat keine Bedeutung. Was du wohl siehst, ist, dass der Grid größer geworden ist. Ich kann also in diesem Scan mehr einzoomen und dadurch kriege ich ein beinahe ähnliches Bild, ohne jetzt ins Detail zu gehen, kriege ich ein beinahe ähnliches Bild. Bloß diese Leute sagen eben, wir wollen öfter miteinander kommunizieren. Henning, das würde mich jetzt noch interessieren. Ich gucke noch einmal kurz auf die Uhr. Wir haben noch 4 Minuten. Jetzt hast du ja schon gesagt, also das ist jetzt das sozusagen die Diagnose, die du hast und die zeigst du dann ganz offen. Dann ist es zum einen erstmal spannend zu hören, wie reagieren die Leute, wenn die das wirklich so sehen, und zum anderen, was hast du denn für dich rausgefunden, ist so eine sehr effiziente Maßnahme, damit die Leute, die vielleicht vorher nicht im Gespräch waren, dann durch so einen Workshop und durch die Beratung mehr miteinander vernetzt sind. Also wenn der Wunsch ganz klar geäußert ist anhand der Diagnose, was ist da für dich so ein Best Practice, so ein guter Weg? Es gibt verschiedene Wege. Die Wege hängen ab von der Situation natürlich. Die Fragen, die wir stellen, die Fragen, wir können nämlich verschiedene Fragen stellen. Die Fragen, solange die Fragen relationell sind, kann ich die Fragen anpassen. Die bespreche ich mit dem Auftraggeber und dann gehen wir in den Workshop. Je nach Situation in einen Workshop oder in zwei Workshops mit einem Zwischenraum und dann wieder noch einen. Wir können einen zweiten Scan machen, um zu gucken, okay, nach der Intervention haben die Beziehungen, hat die Situation sich verändert. Deine Frage, wie reagieren Leute? Die Leute reagieren, ist unterschiedlich, weil wenn ich frage, was ist die Frequenz eurer heutigen Kommunikation, dann sagen die Leute, oh ja, nee, das erkenne ich, das sehe ich, ja, stimmt. Wenn ich dann frage, zum Beispiel, weil die vierte Frage hier ist, wie viel Energie kriegst du von der Kommunikation, dann wird es Leuten manchmal ein bisschen warm, weil Ja, es hat oft einen Grund, ne, warum man nicht so da kriege miteinander ich natürlich sehr kommuniziert. persönlichen Feedback, wie ich rüberkomme, wie Leute mich erleben, ob ich und so weiter, ob ich die Auch schön. Bedürfnisse befriedige der Leute. Das lasse ich nicht gleich von vornherein sehen. Das braucht natürlich einen gewissen Aufbau. Ich muss natürlich dahin arbeiten, dass ich das Vertrauen der Leute habe und dass die Leute das Vertrauen haben, dass hier niemand einen Kopf kürzer gemacht wird, sondern dass wir uns richten auf Zusammenarbeit. Genau, das hattest du ja auch eben schon mal angesprochen, ne? Dass es jetzt nicht darum geht, zu beurteilen und was ist gut, was ist schlecht damit, sondern ja, natürlich das Team zu stärken. Genau, Also es ist richtig. erstmal Arbeit, die Basisarbeit muss da erstmal stattfinden, dann mit einem Richtig. neuen Team. Ich kann also diesen ersten Scan, könnte ich im ersten Workshop zeigen. Den Energiescan, um mal ein Beispiel zu nennen, würde ich erst in einem späteren Zeitraum, abhängig von der Zeit, die der Kunde mir gibt, den Zeitablauf und so weiter, würde ich den erst später zeigen. Ja. Was wichtig ist, dass ich die Fragen eben selbst erfinden kann in Bezug auf die Situation des Kunden und dass Connection Scan unterstützt, was wir im Team Coaching machen. Es ist ein Diagnoseinstrument, das mir hilft, um faktisch aufgrund von Fakten und nicht persönlichen Einschätzungen, entweder des Auftraggebers oder von mir selbst als Berater, mit den Leuten zu arbeiten. Spannend.
Ja, vielen Dank, Henning. Es ist tatsächlich also ein Schock. 8:40 Uhr. Wir haben ja gestern schon mal kurz uns drüber lustig gemacht, dass ein Ja. deutsches Format, dass wir bestimmt auch dann um Punkt 8:40 Uhr aufhören. Richtig. Aber ja, ich danke dir. Also ich finde es ganz spannend und tatsächlich, also in mir hat das auch viel Lust geweckt, das auch mal so dieses so ein bisschen wie das Johari-Fenster, also diese Blackbox, ne, auch wie man selber wahrgenommen wird. Dadurch finde ich sehr, sehr spannend. Also habe ich richtig Lust, auch das mal selber auszuprobieren und zu schauen, wie man so wirkt. Du Also weißt, wo du mich findest. ja, ja, also genau, sogar ganz für mich luxuriöserweise so ja ganz nah, einmal durch Ja, Tüstern. um die Ecke. Also Henning, ich danke dir, dass du das mit uns geteilt hast und Ich die dir auch, tolle danke. Vorbereitung. Und uns das Tool näher gebracht hast, also wirklich ganz spannend. Und gerade jetzt finde ich sehr, sehr relevant, wo so viel von natürlicher Kommunikation wegbricht. Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich sage dann einfach mal bis ganz bald. Ja, danke für dein Interesse. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Susi. Dankeschön, Henny. Das wünsche ich dir auch. Und allen, die zugeschaut haben, auch einen wunderschönen Start in den Donnerstag. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zum MTI Know-How Coffee. Also, einen wunderschönen Tag. Bis Tschüss. dann. Tschüss, Henning. Tschüss.